Willkommen zurück in Enshrouded. Ist noch im Early Access das Spiel. In der letzten Folge haben wir einen Charakter erstellt und den Anfang gespielt. Ein paar Ressourcen gefunden, verschiedene. Und da hinten leuchtet es rot. Ist bestimmt sehr gefährlich da. Wir sind letztes Mal auch zweimal gestorben, weil wir auf die Karte geschaut haben. Wir wollen den ersten Reisen, also durch das Miasma, finden den schlafenden Überlebenden machen. Wir haben es jetzt hier hoch geschafft. Denk mal, da ist irgendwo der Eingang. Und danach wollten wir noch den Turm da machen. Werden wir uns jetzt erstmal gucken, was hier auch richtig ist. In einem Turm wird er nicht sein, weil es wird da angezeigt. Das Ausrufezeichen. Dann geht es hier bestimmt irgendwo rein. Mal, da ist einer. Ja, er war stärker als gedacht. Aber wieder unseren Kram verloren. Ah, und ich habe mal die Grafik von La Qualität auf Leistung gestellt. Wort war ich ja. Warum war denn das jetzt? Ah, der da. Haben sie rein. Wir wissen ja jetzt einmal kurz durchs Miasma. Links von der Brücke geht es wieder hoch. Da war ja ein Weg. Dann sammeln wir unser Zeug ein. Warte mal, wir könnten vielleicht mit Bogen. Pfeile, 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 Pfeile. Na gut, wir haben jetzt alles verloren. Aber auf dem Weg könnte gut sein, dass wir Äste bekommen. Auch da zum Beispiel. Ich weiß nicht, runterfallen. Ach, das war ein Bärenbusch. Das waren keine Äste. Und das war am Anfang sterben, ist völlig in Ordnung. Also gar kein Problem mit. Ja, hier noch einiges lernen. Da Äste. Sieht nicht aus wie ein Bärenbusch. Äste und Pflanzenfasern. Äste. Äste. Immer noch ein Ast. So. Holzpfeil. Immerhin, 10 Stück können wir herstellen. Werden wir das mal probieren mit Pfeil und Bogen. Ein bisschen auf Distanz. Warte mal. Noch hier runter. Dann hinter der Brücke rechts. Nein, ich war links. So. Sollte ich auch blocken, aber. Oh, hier erstmal ein Bärchen. Naja, da bleibt er ja stehen. Dann nehmen wir einmal Wasser. Bisschen Ausdauer. So, also hinter der Brücke links war ein Weg. Und warte sogar, wir müssen erst noch aus dem ersten Mal hinter der Brücke raus. Da war der Weg. Wo uns der Wolf beim auf die Karte gucken gestört hat. So, irgendwo geht es hier raus. Und dann rechts hoch. Hier ist raus, da ist ein Weg. Werden wir mal testen, ob wir das mit dem Bogen hinbekommen. Mal gespannt, ob auch Gegner in dem Turm sind. Wir kämpfen auf engem Raum. Wollen wir mal gucken, wie wir das da machen. Wo war das? Da war das. Also da ist unser Zeug. Da steht der Kerl. Warte mal, kommen wir da hoch? Vielleicht. Eine Leiter? Oh, guck mal, der steht an Explosionsfässern. Ah, cool, das war ja ein bisschen befreit. Ah, hier ist der andere hin. Ah.
gut, der hat uns ein bisschen. Metallschrott, das braucht nur für Greifhaken und für eine andere. Ah, für den Gleiter. Hier sind sogar noch Sachen. Wasser. Das ist ja gut, haben wir gerade einmal benutzt. So, wir wissen ja jetzt auch, unser Kram wiederbekommen. Da scheint wieder eine Schriftrolle zu sein. Also wer lesen möchte. Wie Metallschrott haben wir denn jetzt? Ja, was auch alles Metallschrott. Passt. Na gut, sagen wir mal. Weiß nicht, vielleicht kostet es 3 und 3, dann würde einmal Metallschrott fehlen. Aber guck mal, der möchte uns bestimmt was geben. Ups, vielleicht soll ich auch Kugel gedrückt halten. Egal, machen wir das so. Überhaupt nicht. Vielleicht sollte ich seinen Attacken ausweichen. Ja. Es wird wieder hell. Wieder hinlaufen. Jetzt sind diese Buffs auch weg. Einmal 5. Schon dabei sind. Haben ja ein neues Wasser bekommen. So. Ein bisschen mehr Ausdauer. Ein bisschen länger sprinten. Gut ist, dass er auch beim Gehen die Ausdauer regeneriert. Also wir müssen nicht extra ganz stehen bleiben. Schon mal gut. Ich würde ja runterspringen und immer wieder drauf. Also kriegen vielleicht dann noch einmal Metallschrott von dem und dann sollte es für den Gleiter und den Greifhaken reichen. Hoffentlich. Ah, und ein Jasmaholz braucht man dafür, aber das sollte in unserem Rucksack. Beziehungsweise da, wo wir das Zeug verloren haben, sollte es eigentlich noch drin sein. Und also 5 Minuten, die man jetzt im Miasma hat, die reichen auch, um Sachen zu holen und wieder rauszukommen. Wir können das ja wohl irgendwie noch erhöhen. Für den Anfang ist das schon ausreichend. Witzig ist, dass hier ein Stück Welt fehlt. Na, durchgucken. Da werden wir am besten nichts abbauen, nicht dass wir durch die Welt glitschen. Wahrscheinlich ist dann unser Zeug immer weg. Und da müssten wir Fäusten versuchen, die zu besiegen, um eine Waffe zu bekommen. Wäre ja sehr schlecht. So. Also ich sollte, wenn ich Q drücke, nicht noch gleichzeitig nach vorne laufen. Nicht so schlau, wie wir gerade gesehen haben. Ist er? Unser blödes Grab, das leuchtet so hell. Hinten der Fatz. Sind wir auch schon noch wieder da hinten. So. Hin von hier. Keine Munition, oh Gott. Ah, unser Grab hat ihn geblockt. Oh ne, warte, das können wir jetzt nicht mitnehmen. Wir erstmal machen wir das hier. Ich glaube, unser Rucksack war ja voll, ne? Oh ne, oh, hat noch funktioniert. Eine Nachricht. So. Da leuchtet's. Rein. Verschlossen. Oswald Anders, der Schmied. Beschwörungsstab freigeschaltet. Okay. Fellbrustpanzer. Ausruhen, ja, Schnellreise, okay.
Aber wir wollten ja jetzt noch eine Truhe. Konnten wir die nicht vorhin auch schon herstellen? Die konnten wir direkt am Anfang herstellen. Warte mal, reicht das denn freizuschalten? Nahkampf. Ich. Ein Sensor. Helfer. Zerlegen. Okay. Ah, einmal kurz drücken, okay. Ich dachte, es wie beim Wiederbeleben einmal lange drücken. So, wie viele Sachen haben wir jetzt? 7 Metallschrott, das müsste ja reichen, ne? 140. Oh nee, was denn jetzt schon wieder? Zum Henker. Cool, geht nicht. Was? Das geht. Henker. Also jedes Mal, wenn wir ins Menü gucken, sind wir angegriffen. Also noch ein Bärchen essen. Der Wasserbuff ist noch aktiv. So, jetzt noch irgendwas oder Feind nicht so. Also. Wir brauchen noch 50 Holz. Können wir auf dem Weg machen. Okay, als nächstes wollen wir oben in den Turm mal gucken, was da Schönes gibt. So, plündern, plündern, plündern. Gut, 12 Holzscheite von dem großen Baum, von Bäumen hier bestimmt weniger. Okay. Ist man da jetzt dran? Ah, so. Honig, Holz, Honig. Äste. Und wenn wir noch Äste über haben, wenn wir den Gleiter und den Dingens hergestellt haben, den Greifhaken, machen wir uns am besten nochmal Pfeile. Wie war das? Aureolinblume. Also da ist der Turm. Aber da sind... Da ist irgendwie... Oh. Wie viele Gegner sind da wohl? Zur Überquerung wird ein Greifhaken benötigt. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Ich glaube da nicht dran. War schon offen. Hat sich sparen können. So, einmal lesen. Ach, keine Munition mehr. Ja, komm, den ignorieren wir jetzt. Irgendeiner noch auf uns geschossen. Also sind da mindestens zwei. Die Steine hier müssen wir auch irgendwann mal abbauen. Das ist irgendwas anderes als normales Stein. Kann man da jetzt hoch? Immerhin ist hier ein Weg. Da ist noch so ein Turm. Also später irgendwann. Verfolgt? Nein. Also, oh, da oben ist auch irgendwas. Da unser Ausdauerbalken ist. Burg sein, eine kleine. Ein Vorposten oder sowas. Also, ich glaube, soweit ich weiß, sind die Eisregionen da hinten noch nicht freigeschaltet, also noch nicht im Spiel drin. Wenn die irgendwann mal freigeschaltet wird, werden wir uns da eine schöne Basis bauen. Und vielleicht vorher noch irgendwo anders was Kleines. Hier leuchtet es wieder rot.
Ah. Ja gut, da liegt Lagerfeuer, braucht kein Mensch. So. Also. Wir weiter den Weg. Noch die Blumen mitnehmen, kann man bestimmt irgendwas brauchen. Und Äste, dann können wir noch ein paar Pfeile, wie gesagt, herstellen, wenn die über sind. So. Da gibt es noch mal Äste. Wegen, man braucht einen Greifhaken. Einfach so reingekommen. Also ohne Greifhaken oder beziehungsweise ohne die Bomben wir jetzt bestimmt hier noch nicht hingekommen. Hochweidenwarte. Was ist jetzt? Da gab es ein Achievement für. Den Respawn-Punkt und was auch immer. Wir hatten eine Erleuchtung. Doch nicht von Teleporter. Was eine Treppe. Ah, ein Rätsel. Also das hier jetzt noch nicht wirklich, weil der Schalter ist direkt daneben. Sind hier bestimmt überall Schalter versteckt. Aber gut, da würde uns jetzt Treppe bringt uns jetzt nicht viel, außer da oben ist irgendwas, weil wir keinen Greifhaken haben. Das jetzt hier ohne Greifhaken überhaupt alles schaffen. Das ist so eine Sache. Ah, okay, mit dem Greifhaken können wir da rüberkommen. Aber gut, die Tür haben wir auch ohne aufgekriegt. Sollen wir mal gucken. Dann müssen wir hier einfach noch ein anderes Mal hin. Hirtenstab. Okay. Irgendwas müssen wir wegschmeißen. Guck mal, Erde, die brauchen wir jetzt zum Beispiel gar nicht. So, nehmen wir uns den unten in die Leiste. Wohin ist die Sache? Wir tauschen das, dann tauschen wir einfach das. Jetzt warte mal, war das, ist das ein Einhänder oder ein Zweihänder? Das ist ein Zweihänder. So, jetzt haben wir wieder Platz. Ganz einfache Sache. Okay. Zauberwirken laden. Keine Munition. Schade. Seltsam, dass ein Zauberstab Munition braucht. Aber egal. Ah, okay. Super. Wir brauchen den Greifhaken. Dann mal geht's da oben weiter. Ja, das ist jetzt suboptimal gelaufen. Also wir werden noch nicht erfahren, was oben ist. Hier ist auch kein versteckter Gang oder so. Na gut, dann gehen wir jetzt zu unserem Zuhause. Und dann beschwören wir den Mii. Die Flamme will mit uns reden. So. Beschwörungsstab. Wie machen wir den denn jetzt? Also für den Gleiter haben wir alles. Ahn fehlt. Okay. Ahn. 7 Stück. Noch ein Achievement. Weil wir ein Ding ins Kirchen haben.
Sieben Garn. 1, 2, 3, 4. 7 Garn. 2 Wagen. Da gibt es keine. Okay, doch, gibt's. So, Beschwörungsstab. Ein Slot im Rucksack verfügbar. Sind zwei Slots frei, also ich bitte dich. So. Wie funktioniert der jetzt? Und vor allen Dingen, wo ist er? Ah, okay. Ah, okay, gut. Wir können den dann irgendwo in unserer Basis einfach platzieren. So. Okay, der hat zwei Quests für uns. Ja, drei für uns. Eine Schmiede. Metallschrott und Kohle. Ja, cool, Metallschrott braucht man für was Wichtigeres. So, wie viele? Warte mal, muss ich mal gucken. Angeblich reicht einer. Ein Dietrich, ich nehme mal lieber einen zweiten. Schwör. Cool, so Endzeitgeschwör. Könnten wir herstellen. Hat aber gar keinen Bonus. Zwei Garn. Den Slot im Rucksack, ich gehe kaputt. Wieso denn jetzt schon wieder? Ja gut, den tun wir jetzt weg. Also erstmal gucken, ich habe 1, 2, 3, 4 Spitzhacken, eine Axt, eine Fackel und den Bauhammer. 140 Steine, 233 Holz. Den Rest müsste ich wegschmeißen. Kann man... Warte. Wie viel braucht man jetzt? Drei, fünf, sieben, neun. Ein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das brauchen wir nicht. Gut, hat nichts angezeigt. Kann weg. Ausrüstung verbessern. Wo habe ich jetzt Profi? Gut, mit den Runen können wir unsere Ausrüstung verbessern. Wollten wir überhaupt nicht hin. So. Anlegen. Anlegen. Könnte der mal da unten bleiben? Wäre ja mal sehr nett. Ah, jetzt haben wir kein Metallschrott und kein Tierfell mehr. Aber wir können noch die Schuhe herstellen. So. Was brauche ich? Pfeile. Pfeile, Pfeile. Also überlegen. Wir haben jetzt... So, braucht der... Logischerweise einen Platz unten. So. Gucken, ob der auch Munition verbraucht. Hey, wo waren wir denn jetzt hier? Also, Flammenaltar. Können wir genug herstellen? Wir müssen jetzt... Haben wir genug Holz? Nein, haben wir nicht.
Holz müssen wir nämlich jetzt kurz Blöcke herstellen. Also wir haben eine Axt. Voll repariert. 1, 2, 3, 4. Spitzhacken. Wir haben zwei Dietrich, vorsichtshalber. Greifhaken. Leiter und Hammer. Hammer, Hammer. So. Unterschlupf. Leiter, Greifhaken, beides ausgerüstet. Metallplatten an unserer Rüstung. Aus wie ein Unfall. Fehlt noch. Mal haben wir ein wenig Holz. Holz. Wir müssen mal Holz holen. Ah, und ich habe... Nee, J ist falsch. Hier mal. Erhöht dein Geschick. Erhöht den Fernkampfschaden um 5%. Weil wir hier hin wollen. Leiter verbrauchen 30% weniger Ausdauer. Und danach den hier. Aufwind. Kostet ein bisschen Mana, dann können wir einmal hochschwingen beim Gleiten und dann kommen wir noch ein Stück weiter. Aber das hier wäre erstmal gut. 30% weniger Ausdauer beim Gleiten. Was ist eigentlich beim Holzfällen? Ne, da gibt es keinen Erfahrungspunkte. Komisch, beim Reineklopfen haben wir... Ah, warte, wenn wir jetzt nichts weiter brauchen, können wir ja Pfeile herstellen. Können wir das hier oben mal merken. So. Jetzt haben wir 70. Müsste ja reichen. Dann gucken wir mal, wie weit wir vom Level ab entfernt sind. Ich glaube, da gibt es diese Punkte, die wir brauchen. Die Fähigkeiten. Oder wir schlagen einfach einmal auf den Stein. Das geht ja dann auch. Dann sehen wir ja, ob wir Erfahrungspunkte kriegen. Den kriegen wir nicht. Kann ja wohl nicht sein. Lag doch aber noch irgendwo in der Nähe, da oben drauf, glaube ich. So ein anders aussehender Stein. Den haben wir noch nicht abgebaut. Aber dafür Erfahrungspunkte? Anders. Ich glaube, hier oben drauf, ne? Ah. Gut. Ja gut, das Level-Up dauert jetzt aber extrem lange. Wir haben keinen Platz im Rucksack. Egal, wir haben jetzt genug Steine hier. So. Nicht Steine, sondern Holz. Machen wir uns jetzt Holzblöcke. Die müssten wir ja schon herstellen können. Was will die Flamme jetzt schon wieder? Okay, wir gibt noch ein paar weitere. Kein euch. Also dieser Rucksack ist ja eine Katastrophe. Nee, das müssten wir grillen und auch egal. So, 250 Holz für Blöcke. Oh Gott, man muss jedes Mal einzeln klicken. Slot, was nicht mehr. Und ich muss halt
Er stapelt die Bären nicht von alleine. Als Block. Jetzt 1400 Holzblöcke. So, dann hätte ich jetzt für uns. Wie groß ist die Karte? Hier irgendwo hingehen. Da soll es den besten Gleiter geben. Und wenn wir dann noch den Erfahrungspunkt kriegen, braucht das auch bei unserer Stufe weniger Ausdauer. Und mit dem besten Gleiter sollten wir ja auch weiterkommen. Und vielleicht gibt es da noch irgendwo Ausrüstung. Also hier ist, soll das Endgebiet sein. Naja, wir haben Stufe 2, also Level 2. Gucken, ob ich allem ausweichen kann, ohne drauf zu gehen, weil dann müsste ich ja neu laufen. Das werde ich uns jetzt mal machen. So, hatte einmal kurz noch alle Gegenstände repariert. Super. So. Auch aber nur das hier und die Steine. Das hier. Kann man das nicht irgendwie auf der Entferntaste? Doch nicht. Cool. Müssen wir dann halt alles neu sammeln? Ein bisschen ärgerlich. Ah, und die hier. Ja, der hat nichts gekostet, den können wir einfach wieder herstellen. So, alles löschen. Die behalte ich aus reiner Vorsichtsmaßnahme. Auch wenn mir dann ein Slot fehlt. So, ich werde versuchen, hier das voll zu machen mit Ausrüstung, die dann austauschen, wenn ich welche finde. Tausche ich die mit der hier aus. Und den Gleiter tausche ich dann aus. Denk mal, der hat dann bessere Werte, wenn es der beste im Spiel sein soll. Tausche ich aus und da wir jetzt den Schmied haben, können wir die Ausrüstung ja aktivieren hier auseinandernehmen für Runen. Also werde ich, wenn wir genug, nicht genug finde und irgendwas doppelt ist, zum Beispiel, falls ich zweimal Oberteil finde oder so, das zerlegen. Die Runen, deshalb behalte ich die am besten. Und die Sporen können auch weg. So. Und wenn nicht genug Platz ist, dann meinetwegen kommen hier noch die Bandagen, das Wasser und alles weg. Und die Bombe oder so haben wir eh nur noch eine von. Also wir haben alles repariert. Wir haben den Hammer. Wir haben 250 Holz in Blöcke verwandelt. Wir haben über 100 Steine. Vorsichtshalber zwei Dietriche. Werde ich schon mal zwei herstellen. Man kann. Okay. Oh Gott, jetzt ist es nachts. Ah. Warte, ich habe eine Fackel. Nicht so schlimm. Dann werden wir jetzt hier die Flamme tilgen. Wir können nämlich nur zwei Altäre bauen momentan. Wäre das jetzt auch? Ja gut, macht er. Nee, was? Also mit bestätigen meint er zurücksetzen. So. Ich werde da jetzt mal hingehen für uns, wenn ich da bin und falls ich den Gleiter bekomme, ohne zu gehen. Weil sonst würde ich da spawnen, denke ich mal. Man kann sich da hin teleportieren. Da wir die Basis jetzt gleich nicht mehr haben, würde ich sonst, keine Ahnung, in irgendeinem Dingens wiederkommen. Dass die Werkbank bleibt hier einfach stehen. Der auch.
Naja, meinetwegen. Krass, ich sehe nicht mal die Brücke. Da wir jetzt den Greifhaken und alles haben, sollte ich da hinkommen. Mal sehen. Bären werde ich vielleicht noch unterwegs mitnehmen. Ah, cool. Also dieser kleine Stab funktioniert ohne Aufladungen und funktioniert wie eine Taschenlampe. Wenn wir noch einmal zusammen kurz gucken, wie der Greifhaken funktioniert. Warte, da stand irgendwas wegen Ausdauer. Jetzt die Sache. E gedrückt halten oder E einmal drücken? Halt mal E gedrückt. War richtig. Okay. Weil ich wäre mausetot, wenn ich da unten bin. Wenn man über die Brücke abkürzt. Also kürzt nicht wirklich ab, weil wir den Weg da hoch erkennen. Aber immerhin. Können wir auch dann in den Turm, weil es ja den Greifhaken haben. Oh, hier liegt noch einer. Ja, kann ich jetzt, außer die da, nicht gebrauchen. Der Ding wurde mit einem Pfeil getötet. Wir waren es nicht. Ich dachte, die arbeiten zusammen. Ich weiß jetzt mit. Ah, okay, wenn E loslässt, lässt er los. Also E gedrückt halten, schwingen und dann loslassen, wenn du also genug Schwungmasse hast. Loslassen. Ich gebe mir mal hier so einen Wasserbonus rein. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also für euch ist es gleich. Ich habe keine Ahnung, wie lange man mit keiner Ausdauer. Also das ist am weitesten rausgekommen. Weiter geht nicht. Wie lange man hier hin braucht. Denk mal so. 2 Stunden. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Also, ich habe uns jetzt ein bisschen Ausrüstung zusammenbekommen. Und auch den Gleiter, den wir wollten. Den legendären. Damit sollten wir ein bisschen weiterkommen. Ich habe einen Ring bekommen. Leider nur einen. Ich habe es echt lange probiert. Ein Schild. Einen besseren Bogen haben wir. Ausrüstung auf gewöhnlich, aber die hat gute Werte. Dann haben wir noch ganz viele von Funken bekommen. Die habe ich einfach behalten, weil bestimmt wichtig für irgendwas. Durchs Zerlegen der Waffen haben wir Runen. 6074 Stück. Zwei verschiedene Zauberstäbe, also Magierstäbe hier. Einmal den. Und dann haben wir noch einmal den bekommen. Müssen wir gucken, welchen wir nehmen wollen. Der eine macht Schockmagie. Und der andere macht Feuermagie-Schaden. Die anderen drei Werte sind dieselben. Dann haben wir einmal Eismagie. Klinge. Kann man woanders hinstellen. Oh. Naja, stellen wir uns hier hin. Stellen das hier. So. Also eine Eisklinge. Und eine Feuerklinge. Da war ich mir nicht sicher, welche wir nehmen wollen. Die Werte sind gleich gut. Dann haben wir einmal für mittlere Entfernung einen Stab bekommen. In episch. Der hat Feuer und ein hat Schock. Können wir mal gucken. So, der macht Feuerangriffe.
Der Blitzangriff ist schon irgendwie cool, dachte ich. Nehmen wir vielleicht den mit den Blitzen. Dann einen Bogen. Der hat Feuerfahrten, also wenn wir Feuerpfeile irgendwie bekommen. Hier ist einer, der ist nur selten und nicht episch. Der ist aber sehr schnell. Würde auch Feuer machen. Also gut mit Feuerpfeilen. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, was 5 Ausdauer kosten heißt. Ob das dann mehr kostet oder weniger beim Schießen. Deshalb habe ich noch beide aufgehoben. Auf dem Weg habe ich Paprika gefunden. Ein Lapis Lazuli. Sandstein, Kalkstein, Sand und ein Leder. Und Maiskolben. Das ist alles, was ich gefunden habe. Hat länger gedauert als erwartet, der Weg dahin. Können wir mal gucken. So. Hier hatten wir ja unseren ersten Altar gebaut. Hier haben wir gestartet. Also ich musste hier so rum. Über das Rote, das wohl sehr tödlich ist, Miasma. Wenn man es berührt, zieht einem das sofort die Miasma-Zeit ab. Hier muss ich auch noch rüber. Hier und hier runter. Hat wirklich sehr lang gedauert. Der Weg war sehr, sehr weit. Dafür, dass Early Access ist und erst 40% fertig. Schon richtig viel. Also richtig groß die Karte. Und gibt coole verschiedene Biome. Durch 2 verschiedene musste ich durch. Also durch der Starter und dann noch 2. Aber die Gegner sind heftig. Ich bin auf dem Weg mehrere Dutzend Mal gestorben, weil man schafft gar nicht wegzulaufen. Dann werden wir jetzt mal wechseln, die Waffe. Und zwar dann da unten wieder hinlaufen. Wo wir das erste Mal waren. Und unseren Altar hier wieder hinstellen. Damit wir eine kleine Basis uns errichten können. So, war das mittig vom Weg? Irgendwie? So vielleicht. Genug Platz dahin. Ja. Ja, oder? So. Ein Altar herstellen. Ein paar Steine habe ich noch über. Rucksack voll. Ja, okay. Machen wir mal dahin. So. Klippe, die ist da hinten, ne? Da ist der Weg. Vielleicht so. Haben wir nochmal mit uns sprechen. Und diese Dinger, die brauchen wir wohl hier für diese Punkten. Super. Nicht so. Und unser Lebensbalken ganz oben links hat sich durch die Ausrüstung extrem erhöht. Ah, und ich glaube, ich habe 2, ja genau, 2 Hosen. Die bringt mehr Ausdauer und Sprint, die ich aber angezogen habe. Gibt uns Gesundheitsregeneration und ein paar Lebenspunkte dazu. Das heißt, wir heilen uns auch automatisch. Was schon mal für den Anfang echt gut ist. So, müssen wir erstmal die Werkbank gucken. Garn und Holz. Aber kein Platz. Wir können, ja, wir brauchen aber erst die Werkbank, würde ich sagen. Garn. Brauchen wir wieder diese Büsche. Und wir haben jetzt dadurch viel mehr Ausdauer. Pflanzenfaser, das war schon mal gut.
Ah, warte, Holz können wir jetzt. Ah, doch, wir haben unten in der Leiste noch Platz. Sollte kein Problem sein. Ja, gut, er sammelt das da unten. Wir müssen jetzt die Werkbank und dann den Schmied, den wir uns vorhin schon geholt haben, hier hinstellen und dann hoffen, dass wir irgendwie eine Kiste oder so durch den Schmied bauen können. Da müssten es noch Äste geben. Und Pflanzenfasern. So. Und drei Stück. Mist, kein Platz. Ah. Also ich habe gelesen beim Aussortieren vorhin, kann die Pfeile wohl ablegen, anstatt wegwerfen. Ah, okay, das meinen die mit ablegen. Oh Mann. Also diese Ressourcen, die ich gefunden habe, die wollte ich behalten. Die brauchen wir bestimmt für irgendwas. Ah. Tun wir, wir tun. Bären. Die ist jetzt da unten. Die stellen wir hin. Den Anfang kurz dahin. Und jetzt diesen Stab. So. Wenn wir den wieder rufen. Der kann ja auch erstmal eine Runde chillen. Dann super, wie kommt man dann wieder raus? Ja, ich will ihn nicht nochmal beschwören. Wir stellen halt dahin. Aber keinen Platz haben. Den jetzt wieder löschen, den kann man ja ganz einfach herstellen. So. Und mal gucken, können wir jetzt irgendwie eine Kiste herstellen? Blöcke, Bauhammer, Überleben, Feuerstellen, Komfort, Deko. Wie machen wir das? Ja, das. Hagel, Schmiede, Kohle. Schutt. Und Spitzhacke, was ist die denn? Wir haben nur normale. Okay. So eine verbesserte Version. Da haben wir jetzt eh nichts für. Und keine Kiste machen. Oder sehe ich sie nicht? Alter. Leider gibt es nicht ein übergeordnetes, so dass man es auf einmal findet. Ah, Stauraum. Eine magische Truhe. Flüssigkeit, Miasmasporen und eine kleine Truhe. Nägel, 6 Stück. Nägel können wir aber bei ihm machen. 6 Nägel. Metallspruch, ja. Weil ich können wir die ganz kleine herstellen. Hahn und Äste.
Garn und Äste kriegen wir schneller zusammen. Aber kein Platz. Doch, immer noch. Ja, dann müssen wir ein paar Büsche jetzt. Ja, gut hingestellt. Da hinten sind ein paar Büsche. Machen wir jetzt als erstes eine ganz kleine Truhe, dass wir wenigstens Platz im Inventar haben. Haben wir jetzt natürlich nicht gemerkt, wie viel wir brauchen. Also sammeln wir noch ein paar. Ne, Mist, das war irgendwie falsch. Ich habe schon wieder kein Schwert in der Hand. Busch, ein Busch, ein Busch. Wir brauchen einen Busch. Das war ein Busch. Das war einer. Würde jetzt eigentlich reichen, oder? Interessanterweise, sobald man sich ausloggt, einloggt, die Welt resettet sich. Also wenn wir irgendwo was abbauen außerhalb unseres Baubereichs, können wir das ganz einfach nochmal abbauen. Drei Garn. So. Wo haben wir die? Da oben. Tauschen bitte. Darauf dürfen wir sie nicht stellen. Also dahin. Wie machen wir das jetzt? Bewegen. Stapel ablegen, umschalten. Ja, das ablegen. Dann müssen wir es einmalig so machen. Ärgerlich. Hier diese ganzen Sachen, die wir jetzt ja noch gar nicht brauchen. Was ein? So, welchen nehmen wir denn? Ja, das können wir gleich gucken. Diese seltenen Materialien, die ich auf dem Weg gefunden habe. So. Ich bin ja bei dem Aufwerten. Dann können wir ja gleich mal machen. Nein, gehen wir mal lieber auf. So, welchen nehmen wir denn jetzt erstmal? So. Habe ich den anderen Stab? Bin natürlich jetzt weg. Ah, und legendäre Zweihandwaffe habe ich auch noch gefunden. Aber ich weiß nicht, irgendwie Zweihand. Können uns die gerne mal angucken, aber hat auch super Werte. Weil, oh, ja, krass. So, dann müssen wir auch so blocken. Da dreht sich dann nass rum, logischerweise. Irgendwie die ganze Zeit so rumlaufen. Da finde ich so mit Schild irgendwie sieht cool aus. Und wenn, können wir ja auf den Magierstab wechseln oder auf den großen. Da müssen wir nur noch herausfinden, wie wir da Munition kriegen. Also den brauchen wir gar nicht aufwerten. Können wir erstmal in die Kiste tun. Ganz übersehen das Ding. So. Können wir denn jetzt unsere Waffen? Das ging noch bei ihm irgendwie, ne? Na gut, dass ich so viele, also das sehr lange gesammelt habe. Und teuer. So. Ja. Aufwerten lohnt jetzt irgendwie auch nicht, ne? Also machen wir Schockmagie. Oder Feuer und Eis. Und welche der beiden Waffen nehmen wir? Welche gefällt uns besser? Die Feuerwaffe? Also glühende Schwert oder die Eisklinge?
Also das hat Schnitt und Eis. Das hat ein bisschen mehr Schnitt, aber sehr viel weniger Feuer. Und Schnitt würde noch erhöht werden. Er hat halt Feuermagie. Der andere auch. Er ist auch eine Stufe schlechter. Dann können wir hier nur 3 aufwerten. Bei den anderen 4. Ranggeschwindigkeit haben die beides eins, eine Sekunde. Ja. Hier wird sich ja dadurch nicht verbessern, ne? Wirklich nur das hier. Vorhaltbarkeit. Aber hier sind die Pfeile super schön. Wir machen einfach mal das hier. Das ist immer 123. Was ist bei dem hier teurer? Nö. Wir auch einfach alles aufwerten. Das Zeug ja extra gesammelt. Und Ausrüstung können wir noch nicht, also geht nicht. Kann man nicht aufwerten. Vielleicht kommt das später noch. Einfach alles aufgewertet. Was soll's? Fungiert das auch als Taschenlampe? Ja. Feuerschwert auch? Oh, cool. Brauche ich nicht mal eine. Ja, gut, die Fackel macht bestimmt mehr Licht. Die fungiert auch als Taschenlampe. Das nicht wirklich? Und der auch. Oh, guck mal, da hinten steht was Lebendes. Mittlere Entfernung ist wohl ein Witz hier. Boah, was meine ich, mittlere Entfernung? Schwierig zu treffen. Auch da nicht weg. Würfel. Hey, das läuft einfach kackenreiß vor uns weg. Oh, trotzdem tot. Bleib auch weg. Will ihm nur ein. Oder Wolf. So, also jetzt haben wir erstmal den Schmied schnell wieder aufgestellt. Und eine Kiste. Ja, das ist mal gut. Also wir können noch diesen so einen Ausgeruht-Buff irgendwie bekommen. Brauchen wir wohl ein Häuschen. Wir packen erstmal. Hier haben wir noch 2 Plätze. Ja, gut, die können wir beide noch nicht benutzen, weil wir da irgendwie noch keine Zauber für haben. Nägel. Wasser, Bauhammer. Ja, den brauchen wir. Und ja, das machen wir spontan, wie wir gerade Lust haben. Dann müssen wir vielleicht hier noch ein kleines Häuschen bei der nächsten Folge dann bauen. Und den Wolf looten, weil sonst verschwindet der scheinbar nicht. Holz haben wir ja, dann bauen wir erstmal mit Holz oder auch Steinblöcke. Glaube ich auch, oder? Steinblock könnten wir auch machen. Machen wir Steinfußboden. Hier steht echt geringfügig im Weg. Ah, geht ja doch. Also bei Feinden, die nicht weglaufen, funktioniert das. So, haben wir wieder ein bisschen Platz. So. Werden wir uns hier ein kleines Häuschen erstmal bauen. Oben dann West oder eine von dem Miet hier. Machen. Wir haben ja irgendwie ein paar. Welche Taste war es? Ah, J-Quest. Wir haben ja 3 Quests.
Können wir ja mal machen. Das sieht aber aus wie ein Boss. Gut, die machen vielleicht nicht. Der Schmied will eine Werkstatt. Da haben wir doch gar nicht das Material für. Geht das eh nicht. Oh, okay. Und wir haben eine Quest nach noch einem Block. Werkstatt. Hier. Ach, da kann ich die echt nur bei ihm bauen. In der Schmiede. Da müssen wir erstmal noch die Gegner, die nicht im Miasma sind, finden. Die waren ja super schwer. Wo wir auf dem Weg zu diesem Turm waren. Weil bei denen bekommen wir diesen Metallschrott. Kohle müssen wir bestimmt hier drin herstellen. Heißt auch Kohlebrennofen. Den stellen wir aber erst hin, wenn wir ein kleines Häuschen oder sowas gebaut haben. Soll er sich mal gedulden mit seiner komischen Schmiede da? Falls die Werkstatt mit Schmiede meinen. So. Hier brauchen wir auch sehr viel, damit wir länger im Miasma aushalten. Gut, das haben wir alles schon einmal gesehen. Sollte ja einfach sein. Hier brauchen wir Miasma Seelen, die haben wir noch nicht gesehen. Man braucht nur eine. Gucken wir uns dann beim nächsten Mal an, bauen wir uns ein kleines Häuschen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.